Hallo du, hallo Annabel. Guten Morgen euch alle. Yeah. Ein neuer Tag, ein neuer Tag. Was mache ich heute? Wir wollen heute auf jeden Fall Gas umgarnen, weil wir wollen ihn ja bald heiraten und wir wollen ja unbedingt, dass er den Heiratsantrag direkt annimmt. Ich muss so schwupp. Ja, ich will laufen. Wir haben gestern so einen Katzenbaum geholt und wir wollen auch mal sehen, müssen wir häufiger vorbeilaufen, ob die Katze das überhaupt wahrnimmt. Wahrscheinlich nicht. Es gibt ja keinen Karton dazu. Warum haben sie uns keinen Karton dazu gegeben? Das wäre doch angebracht. Bam, 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 bam. Welcher Tag ist heute? Da haben die... Hallo, guck mal. Die Siebenlinger haben dann und dann Geburtstag. Die waren... Ja, Geburtstag. Guck mal, wie geil das ist, wenn du Zwillinge hast, die quasi am selben Tag geboren sind. Aber auch nicht im selben Tag geboren sind, weil du... Weißt du, einer wurde dann vor 0 Uhr geboren, der andere nach 0 Uhr. Dann hat jeder so seinen eigenen Geburtstag. Dann kann man sagen, okay, dein Geburtstag ist halt ein anderer als... Einfach lügen. Einfach sagen, ja, ja. Ach, guck mal, die industrielle Schneidemaschine habe ich dadurch auch bekommen. Weiß gar nicht, den Ghetto... Kann ich den mir denn herstellen jetzt? Den Ghetto. Piu, 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 piu. Mal sehen. Nein, ein Lederhorn fehlt noch zweimal. Warum fehlst du denn? Oh. Nicht genug Materialien. Ein blaues Leder. Erstmal bei Bowie einschleimen. Du bist doch nicht Bowie. Lass mich zu Bowie. Kussi. Oh, gib Kussi. Also, nein, nein, ich geb dir keinen Kussi. Ah, voll gemein, der Bowie. Nochmal versuchen. Guck, ich versuche ihn zu Kussi und er so, nein, nein, kein Kussi. Böser Bowie. Böser, böser Bowie. Guck mal, das überträgt sich einfach auf meine Tiere hier im Game. Dass er so eine Haltung mir gegenüber hat. Lieber Bürger, das Herbstfest steht kurz bevor. Wir werden am Festtag unser alljähriges Portia-Kochduell veranstalten. Also mach dich bereit. Ich möchte, dass jeder Teilnehmer vor 14 Uhr am 20. dieser Saison einen Rohproduktgegenstand einsendet. Das Fest wird am 20. stattfinden. Und wie immer werden wir vor dem Kochduell den Herbstfestwettbewerb abhalten. Bring am Festtag dein eigenes Gemüse mit. Eigenes Gemüse möge der größte Gewinne. Boah. So, ja. Oh, das sieht doch ganz groß aus. Bring dein eigenes Gemüse. Dein eigenes Gemüse. Guck mal, wenn wir dieses komische... Wir hatten doch bei den mysteriösen... Ach, das müssen wir nächstes Jahr mal machen. Oh, wir haben so viel zu tun. Und es ist Montag. Erstmal bei Gas einschleimen. Aber zuerst nehmen wir eine Quest hier. Die ganze Stadt wird mich hassen. Aber das ist mir so egal. Wir machen Kussi. Kussi. Bowie, weil du mich nicht Kussi wolltest. Jemand anderes will mich Kussi. Ah. Und dann bleibt in den anderen Spielen leider nur noch Alex für dich über. So ist das halt. You've chosen wisely this time. Du hast diesmal eine weise Entscheidung getroffen. Ja, weise.
Ja, viele sagen, ich bin weise. Das glaubt ihr jetzt nicht? Ja, ich auch nicht. Nö. Aber es könnten Leute sagen, ich bin weise. Sie könnten es sagen. Warum auch immer, aber sie könnten es sagen. So, was wollen wir denn hier noch holen? Ich würde gerne den Hasen. Ich will den Hasen. Das will ich auch haben. Aber warum ist denn alles so teuer? Katzenkratzer würde ich auch gern haben. Ich will eigentlich alles gerne haben, glaube ich. Das sieht auch schön aus. Aber warum ist das so teuer? Oh, was Kinder lieben. Kann man wenigstens auch kaufen. Ist Verteidigung 15 so krass viel, dass man. Okay, wir müssen. Ich will nicht alles kaufen. Ich will heute nur ein bisschen Punkte machen. Sagen wir mal, machen so ein paar Runden. Dann gehen wir und das machen wir. Versuchen wir jeden Tag so ein bisschen hinterher zu schleudern. Natürlich, wenn ich mehr treffe, dann muss ich weniger hinterher schleudern. Das ist aber auch echt viel. Ich meine, dass man die nicht kaufen kann. Nein, man muss Spaß haben während dieses Spiel. Oh nein. Man verschlägt sich einmal und dann kriegt man statt 20 nur noch 11. Ja. Jemanden, der bei dem anderen Spiel Alex toll findet? Nein, oder? Ich wusste doch, dass keine Mädchen Ball spielen wollen. Ja, als ob ich mich da hinsetze und zugucke. Es war so gemeint. Ihr wisst gar nicht, wovon ich rede, oder? Bei Star Day Volley, oder? Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel ausgesprochen wird. Da hat er mir gesagt, ob ich beim. Er geht Ball spielen. Und da konnte ich nur die Möglichkeit, ich gucke dir zu. Irgendwas Frustrierendes und lass mich mitspielen oder so. Und ich will mit dir nichts zu tun haben. Also habe ich gesagt, ich guck dir so fair. Ich guck dir so aus der Ferne zu. So. Ich guck dir zu, natürlich. Geh du spielen, ich guck dir zu. So. Nur, dass ich niemals da absichtlich hingucke. Aber so war das gemeint. Und er hat das so verstanden, dass wir Mädchen ja sowieso kein Interesse am Ballspielen haben. Und deswegen. Habe ich mal gesagt, dass ich fast mit jemandem zusammengekommen wäre, weil ich Interesse am Ballspielen habe? Ich war mal auf der Klassenfahrt und da war so ein Junge und der hat bei Basketball gespielt. Und die anderen haben alle, weiß ich nicht, die Mädchen haben sich über Schminke unterhalten. Ja, auf jeden Fall war es nicht so spannend, wie das vielleicht klingen mag. So, oh, Schminke, so. Ja. Oh, guck mal, hatte ich das schon hell? Hä? Okay. Ich nehme das einfach mal als Geschenk. Auf jeden Fall hatte ich nicht so wirklich Lust drauf, mich da irgendwie meine Zeit zu vertrödeln. Die haben immer. Eigentlich haben sie noch nicht mal über Schminke geredet. Sie haben eigentlich über gar nichts geredet. So Gespräche, die einfach nur, dass du da sind. Das kenne ich auch. Ich rede manchmal. Aber nicht, weil ich irgendwas mitteilen möchte, sondern einfach nur so. Das gemütliche Beisammensitzen. Kennt ihr das bestimmt? Hey. Bestimmt. Und das hatte ich. Das haben die halt dort gemacht und ich fand es ziemlich öde und ich habe mein Zuhause vermisst.
Also dachte ich, wenn ich schon dort bin, könnte ich ja ein bisschen Sport machen. Wow, thank you for thinking. Voll krass, dass ich habe früher Sport gehasst. Dass ich trotzdem irgendwie mich bewegen wollte. Darling. Mal sehen. Man möge ja denken. Aber ich wollte irgendwas machen, so aktiv. Ich wollte nicht nur da sitzen. Das war voll langweilig. Ich meine, die ersten Stunden ist es ja voll schön, dass du dich mit deinen Klassenkameraden unterhalten kannst. Aber irgendwann ist das echt langweilig. Und dann wollte ich irgendwas erleben und dann, ja. So. Hab ich auch reingemacht. Und supi. Blaues Leder. Ich glaube, ich weiß, woher wir das kriegen. Ich bin immer noch frustriert von Rasmus. Also, ich glaube, ich fühle mich mehr gekränkt als Rita aus der Serie. Aber ich habe mich schon so gefühlt. Ich fühle immer, wenn ich so eine Serie sehe, dann fühle ich mich so in die Charaktere rein und dann ist das so eine Frustration. Ich möchte, dass der aus der Serie verbannt wird, weil jedes Mal, wenn ich ihn sehe, fängt bei mir Frustration an. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also so richtig derbe. Ich will den einfach aus dem Weg gehen, wie meine eigenen Ex-Freunde. So, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Der hat mir wehgetan. Warum stöhne ich hier so rum? Ha, blaues Leder. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sind es doch nicht so schlecht. Weil ich so Fälle bekommen habe. Ich habe mir leider, so klug wie ich bin, nicht gemerkt, wie viel blaues Leder ich brauche. Auf jeden Fall fühle ich mich jetzt persönlich angegriffen von Rasmus und seiner Untreue. Ah, so getriggert, ey. Ich sollte mich damit nicht so... Aber ich bin da so feinfühlig. Auch wenn ich so Bücher lese. Und da sterben dann irgendwelche Charaktere. Ich würde am liebsten das Buch nehmen und nie wieder anfassen. So, also Charaktere, die ich mag, wohlgemerkt. So, nee, die Geschichte ist vorbei. Ich lese einfach nicht weiter, dann kann ich mir einbilden, dass alles noch gut geendet ist. So, naja, so ist ja meine Taktik. Bin dann so frustriert und dann hoffe ich, dass es im Buch ein besseres Ende gibt. So, irgendwas, was mich friedlich stimmt. Und dann versuche ich weiterzulesen, obwohl es mir weh tut, jedes Mal. Und das ist bei Rita momentan so. Ich lese dieses... ich lese gar nichts. Ich gucke mir die Serie an und hoffe, dass sie so richtig so einen Abschluss findet. So Rasmus, der denn ihr hinterher rennt. Sie, die denn so sagt, ah, hier, ich scheiß auf dich. Er mit gebrochenem Herz zurückbleiben, bereuend, dass er ihr das angetan hat. Ja, so ist meine Traumvorstellung. Das ist schon so extrem, dass ich das im Realen nicht habe. Aber bei Seriencharaktere, ich will einfach, dass die wenigsten dort in den Filmen soll doch alles gut sein. Da soll doch alles karmamäßig ablaufen. Wenn ich jemand betrügt, dann soll der so richtig ein Scheißleben die nächsten Monate haben. So, und nicht, der kriegt dann eine neue Freundin und bei ihm läuft alles gut. Und er denkt dann, alles läuft und... Da soll doch alles noch fair ablaufen. So, ich glaube, ich habe genug. Ich wollte gerade mein Pferd angreifen. Bowie, hey, du lebst noch. Ich wollte dich natürlich nicht angreifen. Denk das nicht, Bowie. Das ist denn irre frustrierend. Guck mal, ich
Hab relativ. Ich spioniere keinen Ex-Freund hinterher. Mache ich nie. Habe ich noch nie gemacht. Also habe ich bestimmt schon mal gemacht. Wobei, als Ex-Freund würde ich die dann nicht bezeichnen. Bin ich meinen ersten Freund hinterher? Ich glaube nicht. Also ich weiß, dass ich ihn innerhalb der Beziehung hinterher spioniert habe. Aber da war ich noch sehr, sehr eifersüchtig. Ich war halt jung und dumm und ich dachte mir so, man kann den Menschen dann ganz plötzlich, man muss ihn kontrollieren. Das ist Schwachsinn. Sobald du das Gefühl hast, jemanden kontrollieren zu müssen, geh aus der Beziehung. Also so richtig aus der Beziehung. Das tut dir nicht gut. Wenn du, das ist egal, ob er dich betrügt. Das klingt jetzt bescheuert, weil das ist auch ein bisschen gemein gegenüber den Menschen, der dich vielleicht gar nicht betrogen hat oder so. Aber ja, der Punkt ist, wenn du ihm nicht vertrauen kannst, dann stimmt irgendwas nicht. Dann sollte man da keine Beziehung eingehen. Oder wenn du mit ihm zusammen bist und du vertraust ihn halt dennoch nicht, dann das ist da kein angenehmes Gefühl. Das kann ich mir doch nicht erzählen. Wenn man das Gefühl hat, oh, der betrügt mich heimlich. Das ist ein Scheißgefühl. Es ist egal, ob es denn stimmt. Irgendwas stimmt dann nicht in der Beziehung. Und es muss nicht unbedingt an dir. Es kann an dir liegen. Aber ich meine, wenn du dieses Gefühl hast, dann hast du dieses Gefühl. Dann kannst du nicht sagen, ja, ich bin ja der Schuldige. Also reiße ich mich zusammen und habe dieses schlechte Gefühl innerhalb der Beziehung. Dann geh lieber zu jemandem, den du offen vertrauen kannst. Da bleibt Single. Allgemein, ich bin eher dafür, dass die Leute eher mal wagen, Single zu bleiben. Die haben alle Angst davor. Aber sie können auch niemanden kennenlernen, wenn sie... Okay, sie können ja... Es gibt eine Menge Leute, die jemanden kennenlernen können. Obwohl sie in einer Beziehung sind und sich dann einfach einen neuen Partner suchen. Aber das ist eine Scheißaktion. Macht das lieber nicht so. Macht das lieber so, dass ihr... Oh, wie schön. Trennt euch lieber, seid denn erstmal alleine auf euch gestellt, habt viele Freunde, sucht euch Freunde. Kommt bei mir im Stream. Twitch, 4 Uhr bis 7 Uhr und von Freitag bis 18 Uhr, ja, momentan. Das ändert sich ja immer mal ein bisschen. Momentan überlege ich, ob ich noch eine Zweitzeit einpacken soll für Among Us. Oder ob ich so... Ich bin mir nicht sicher, ob ich überlege, ob ich für die Leute so... Es klingt jetzt so geldgierig, aber... Ja. Ich überlege, ob ich nicht so... Moment, ich muss mal hier kurz was herstellen. So. Ich überlege, ob ich so ein Wochenziel machen soll. So ein, wenn so und so viele Leute ein Abo dagelassen haben, dann machen wir Samstag noch einen zusätzlichen Stream. Warum ich das überlege? Weil ich Among Us total liebe, aber ich kann nicht jeden Samstag. Aber ich würde es gerne so ein bisschen, dass ich es mal anbieten kann, so eventmäßig, dass wenn ich merke, okay, ich habe frei, Dann sollte ich ja trotzdem nicht zocken, eigentlich. Dann soll ich ja meinen Haushalt und so machen. Aber ich denke mir so, wenn ich dann so ein Wochenziel mache, dann könnte ich so sagen, hey, aber die Leute haben so und so viele Abos gelassen. Deswegen gibt es jetzt einen Zusatzstream. So. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Thank you. Sie werden mich eh alle hassen. Warum gebe ich mir überhaupt noch Mühe? Na. Ja, ja. So, ab nach Hause. Der Montag war schon mal sehr, sehr, sehr gelungen, finde ich. So, Katze, Pinky, hier, Spiel, 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 Spiel. Los, los, los. Ja, da lang. Los, Pinky, du willst es doch. Geh. Geht sie wirklich dahin? Oh, geht sie wirklich dahin? Oh, sie geht wirklich dahin. Oh, guck mal, sie ging ja wirklich dahin. Oh, da geht sie wieder, hups. Oh, guck mal, wie schön das ist. Ist sie gerade teleportiert?
Jetzt hast du genug davon. Der Hund, der freut sich auch. Aber es gab mal so ein... Ich hatte früher Hunde und dann gab es so ein Spielgerät. Der warf automatisiert den Ball, wenn du ihn in so eine Kuhle reingeworfen hast. Also es war so ein trichterförmiges Ding, da musstest du es reinwerfen. Dann hat er das aufgesammelt und dann konnte der Hund quasi selber dafür sorgen, dass der Ball abgeworfen wurde. Und ich habe mir überlegt, das für meine Hunde zu holen, weil die so krass gerne Bälle gespielt haben und ich beim Bälle... Ich werfe so voller Kraft und ich versuche mir wirklich Mühe zu geben. Aber der Ball landet so aus meiner Hand nach unten und landet so ein paar Zentimeter weiter vorne. Das macht mein Hund nicht gerade Spaß. Und dann hatte ich mir überlegt, ob ich... Ich habe keine Ahnung, aber ich habe es versucht mit voller Kraft. Ich kriege Bälle nicht... Die landen vor meiner Füße. Ein paar Zentimeter schaffe ich. Das ist halt echt... Ich dachte mir so, wenn ich Hunde habe, dann regelt sich das von alleine. Dann kann ich irgendwann werfen. Aber nein, das hat sich irgendwie nie. Das, ja... Und dann wollte ich mir das Ding holen und dann habe ich gelesen, die ganzen Leute so voller Hass, so, du sollst selber mit deinem Hund spielen, haben das alle drunter geschrieben. Weil Leute meinten so, ja, das ist ein gutes Gerät, ihr Hund liebt es, du sollst selber mit dem Hund spielen, warum schafft man sich einen Hund an, wenn man nicht mit ihm spielen möchte? Und ich denke mir so, ey, man spielt doch nicht nur mit dem Ball. Ich meine, wenn du das Ballspielen übernehmen lässt von so einer Maschine und er hat Freude dran, dann hat er eine Beschäftigung, während du weg bist. Oder so. Oder wenn du gerade Wäsche machst, während du Haushalt machst oder so. Aber du spielst ja trotzdem noch mit ihm. Ich habe zum Beispiel, ich konnte ja nicht Bälle werfen, das fiel bei mir flach, obwohl er das sehr gerne gemacht hat. Stöcke werfen ist da auch keine Alternative. Die landeten auch vor meiner Füße. Ja. Aber ich habe vieles gespielt. Ich habe so Leckerlis gekauft. Und dann habe ich die in den Zimmer versteckt. Und dann habe ich sie rausgesperrt, während ich sie versteckt habe. Und dann sind sie reingelaufen und haben mal auf die Wette geschnüffelt, wo diese Leckerlis... So eine Sachen zum Beispiel habe ich. Ich habe auch vieles andere. Ich bin mit dem Baden gegangen. Also schwimmen für die extra am Hundesee. Und das so oft. Und ja, Spaziergänge. So, wenn man mit denen gespielt hat. Wenn man... Ich habe mir so einen Hundesport geholt. Dass wenn man Fahrrad fährt, da kann man seinen Hund dran machen, dass du mit dem Hund quasi, dass er das Fahrrad ziehen kann, ohne, du brauchst so ein spezielles, bitte nicht einfach nur eine Leine nehmen, weil sonst, dann wird dein Hund nicht alt, aber du hast so ein spezielles, was du deinen Hund so anziehen sollst, dass es nicht belastend ist, Wirbelsäule und so, und auch Hals nicht belastet, und dann kannst du den an die Fahrrad machen, dass er quasi dich zieht beim Fahrradfahren. Das ist cool. Auch so eine coole Sache. Ich meine, das Problem ist, Fahrradfahren mit einem Hund ist ein bisschen schwierig. Weil wenn du irgendwo mal runterfällst oder so und die Hundeleine sich durch die Ding verheddert, dann kann es dein Hund echt schaden, mit ihnen Fahrrad gefahren zu sein. Bei diesem Gerät ist es halt so, der hat halt keine Belastung, der hat halt Sport quasi, der kann sich belasten, nicht so, ihr wisst was, auspowern. Und trotzdem ist der dann so voll, es hat ihn voll so, der eine Hund mochte das nicht, der andere Hund liebte das. Ich habe dann immer den einen Hund im Hundeauslaufgebiet so rumlaufen lassen und den anderen Hund, den habe ich es halt dran gemacht. Weil der hat das wirklich echt, der war danach so richtig ausgepowert, der mochte das so richtig. Aber mein anderer Hund, der mochte das gar nicht, habe ich ihn auch akzeptiert, muss er ja nicht mögen. Kann man ja mal austesten. Das ist cool. Und dann gab es beim Fahrrad vorne, konntest du so eine Stange befestigen und da konntest du dann die Leine. Und du hast eine extra Leine genommen. Also nicht irgendeine Leine, das musst du dir alles beim Hundesport bestellen. Und das ist so eine Leine, die sich automatisiert zusammenzieht. Aber auch wieder dehnen kann. Sodass die halt immer unter Spannung ist. Egal. Damit die halt nicht irgendwo zwischen den Rädern. Und diese Stange holt man sich und bringt die am Fahrrad an. Damit es halt auch zusätzlicher Schutz, dass die Leine nicht zwischen den Dingern kommen kann. Und dann holst du dir noch so einen Schnapper. Ich glaube, der hieß auch Schnapper. Das heißt, wenn so ruckartig dran gezogen wird, gibt er die Leine frei. Das ist halt so, wenn du wirklich mal irgendwo am
Abhang fährst und du fährst aus Versehen runter, dann würde ja dein Hund mitgeschleudert werden mit der Leine. Und das verursacht einfach, dass es wie so ein Anschnaller im Auto, nur anders. Ein Anschnaller im Auto hält dich ja dann fest und das gibt dich aber frei. Wenn so ein ruckartiges Ding, dann kann das halt nicht passieren. Ich habe mir alles besorgt. Das war ein bisschen teuer, aber ja, Hund braucht viel Auslauf und dieses alleine schon nur spazieren gehen reicht halt nicht aus, um den Sport zu finanzieren. Weil du kannst ja nicht, selbst wenn du jeden Tag dreimal eine Stunde joggen gehst und deinen Hund mitnimmst. Ey, dein Hund ist aber nicht so wie du. Der braucht mehr Auslauf, der braucht größere Bewegungskreise. Die meiste Zeit, du musst ja erstmal zum Hundeauslaufgebiet hinkommen. Damit könntest du quasi auch in der Stadt fahren. Also Stadt, schwierig, würde ich nicht machen. Aber so ein Dorf oder so, kannst du mit dem durch dein Fahrrad fahren, kannst die Wege erledigen und zeitgleich hat dein Hund einen schönen Sport. Oder du fährst durch den Wald oder sowas. Und er hat einen schönen Sport. Sport ist super, Leute. Dein Hund, wenn du einen sportlichen Hund hast, ist es nur gut für die Gesundheit. Kann ich nur empfehlen, muss man halt austesten. Aber wie gesagt, mein anderer Hund mochte das nicht. Und wenn ihr so einen kleinen Hund habt, da könnt ihr es auch vergessen. Ihr müsst so einen Riesen haben. So ein richtiger, der... Ja, mein Tierarzt hat mich auch immer gelobt, dass meine Hunde sehr, sehr gesund seien. Und sie eine gute Figur haben, obwohl ich einen Labrador-Golden-Retriever-Mix zu Hause hatte. Und die ja eher fürs Übergewicht neigen. So, genug geredet. Bis dann, Leute. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt mal, wenn ihr auch mal sowas ausgetestet habt, ob ihr Hunde habt oder so. Und ob ihr auch mal, wie ihr euer Hund oder Katze, das würde mich auch interessieren. Beschäftigt ihr eure Katze? Und wenn ja, wie oft geht ihr raus oder sonstiges? Wie oft gebt ihr wirklich Zeit zu eurem Haustier? Auch wenn ihr einen Goldfisch habt oder so. Wie viel Zeit frisst euer Haustier quasi? Weil ich muss sagen, Hunde sind mir einfach zu anstrengend. Hunde, du kannst 3 Stunden am Tag rausgehen. Und ey, du verdammst deinen Hund einfach mal den ganzen Tag irgendwo in der Ecke zu hocken. Und dann hat er nur 3 Stunden irgendwie was Tolles. Das ist zu wenig. Das ist verdammt wenig Lebenszeit. Und ich finde, man muss maximal, ja... Man muss schon so 2 Stunden, 3 Stunden rausgehen und dann muss man ja, im Sommer bin ich sehr viel schwimmen gewesen, dann habe ich das mit dem Sport gemacht, das mit den Spielen zu Hause habe ich gemacht. Das ist viel, viel Arbeit. So ein Tier macht viel, viel Arbeit. Finde ich ein bisschen ärgerlich, dass man sich Tiere nicht so krass ausborgen kann. Warum gibt es keine Stelle, wo man sich ein Tier ausborgen kann? Weißt du, so, ich habe mal im Internet gelesen, das erkläre ich bei der nächsten Folge weiter. Bis dann und dann tschüss. Wir sehen uns. Baba.